So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angezockt. Diesmal spielen wir Sheltered. So, vielleicht kurze Erklärung. Angezockt bedeutet, ich mache hier kein vollständiges Play, ich mache nicht mehrere Folgen davon. Nein, ich mache lediglich eine Folge, die unter Umständen etwas länger ist. Heute widmen wir uns mal dem Spiel Sheltered. Ja, was ist Sheltered? Sheltered ist ein kleines postapokalyptisches Ressourcenmanagement-Spiel. Das heißt, man hat eine Familie, um die muss man sich kümmern und das Ziel ist es einfach nur, dass man so lange wie möglich überlebt. Ja, wir werden mal einfach einen Run starten, einfach eine Runde spielen, mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn diese Runde sehr schnell zu Ende ist, dann werde ich vielleicht noch eine zweite Runde dranhängen. Aber ich denke, wir werden es bei einer Runde belassen, würde ich jetzt mal so veranschlagen. Und ja, das Ziel von dieser Angezockt-Serie wird es sein, dass ich dieses Spiel, um das es gerade geht, einmal kurz darstelle, möglichst viel vom Spiel zeige und es aber nicht vollständig zeige. Das ist der Unterschied zum Let's Play. Es ist halt nur mal angezockt. Gut, ja, fangen wir doch mal an. Wir spielen. Wir machen einen leeren Platz. Schwierigkeit. Ja, damit wir auch ein bisschen was vom Sch keine Bestenliste für diese Schwierigkeitseinstellung. Gut, lassen wir das mal normal. Okay, Regenwahrscheinlichkeit. Hier kann man das auch so ein bisschen verändern. Ach so, dann haben wir aber Benutzer definiert. Machen wir einfach normal. Okay, dann haben wir eine Regenwahrscheinlichkeit, die ist gut. Wir haben Kartenressourcen, die ist mäßig. Einbruchhäufigkeit gelegentlich. Fraktionsdichte mäßig kann ich gerade nichts mit anfangen. Ich habe das Spiel auch noch nicht viel gespielt, nur mal irgendwie zwei Runden oder so. Bei der ersten Runde bin ich relativ sehr schnell verhungert. Irgendwie nach 6, 7, 8 Tagen oder so. Und die zweite Runde ist noch nicht beendet. Da bin ich irgendwie Tag 10 oder so. Allgemeine Stimmung ist vorsichtig, Kartengröße normal, Kriegsnebel aus. Ja, lassen wir das einfach mal so. Schwierigkeit normal. Familie anpassen. In Sheltered kümmerst du dich um eine Familie, die aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern besteht. Du kannst, bevor du anfängst, das Aussehen, die Merkmale und die Attribute jedes Familienmitgliedes anpassen. Merkmale und Attribute bestimmen, wie ein Charakter sich benimmt. Ein Charakter mit hoher Stärke beispielsweise ist im Nahkampf besonders gefährlich. Wähle Hilfe im Fenster für die Charakteranpassung für detaillierte Beschreibungen von Merkmalen und Attributen. Ja, wir können uns jetzt hier unsere Familie zusammenstellen. Wie bereits gesagt, sind es vier Leute. Man sollte möglichst anstreben, diese vier Leute unterschiedlich zu gestalten hinsichtlich der Charakterattribute. Das ist der Sinn, warum man vier Leute hat. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Edward. Wir lassen ihn einfach mal Edward, den Namen. Das kann man ruhig mal lassen. Oberteil. Ja, ein Hemd mit Krawatte muss jetzt nicht unbedingt sein. Oder dürfen wir hier nur die Farbe ändern? Ich glaube, wir dürfen nur die Farbe ändern. Okay. Dann nehmen wir schwarz, da sieht man den Dreck nicht so. Machen wir so, Hautfarbe. Ja, so. So ist okay, denke ich. Haarfarbe. Können wir so lassen. Kopftyp. Würde ich auch eigentlich so lassen. Sieht ganz gut aus. Körpertyp. Aha, hier kann man das ändern. Körpertyp. Na ja, gut, dann würde ich sagen, nehmen wir so. Der fesche Hoodie, die Sweaterjacke, Hose, ja, machen wir einfach, ja, komm so, schon so bis zu Knie, ne? Merkmale: hygienisch, kleiner Appetit, mutig, tiefer Schlaf. Ja, komm, der Mann muss mutig sein, der muss die Familie verteidigen, er muss mutig sein. Startattribute: gebildet, nein. Sportlich, schon eher. Ich würde bei dem Mann eher sowas auf Stärke und Geschick hauptsächlich tendieren. Damit wir erstmal so einen, ja, den Familienverteidiger, den Kämpfer haben, ja. Verstört, ja, ein bisschen verstörend ist das schon. Obwohl, das passt eigentlich ganz so gut. Stärke und Geschick ist am höchsten. Ist im Prinzip das, was ich wollte. Straßenkind, logisch, ausgewogen, klar. Brutal, ey. Stärke 8, Geschick 6. Das ist vielleicht sogar noch besser als verstört. Hat dann noch ein bisschen Wahrnehmung. Ich weiß nicht, inwiefern das anders ist zu verstört. Wohlerzogen, gebildet, sportlich. Verstört hat 10, 4, 3, 2, 1. Und brutal hat 8, 6, 3, 1, 2. Also haben wir mehr Geschick, gleich viel Wahrnehmung. 1 weniger Charisma, dafür eine Intelligenz mehr.
Das würde ich glatt so nehmen. Sag mal doch erstmal, der mutige Edward ist brutal. Okay. Weiter. Wenn wir eine Vier-Mann-Familie machen, würde ich sagen, machen wir einen Mann und eine Frau. Wir nennen sie nicht Donald. Nein, wir nennen sie Daisy. Weil Donald und Daisy Duck. Ist ja klar. Wenn Donald vorgeschlagen wird, machen wir Daisy draus. Oberteilfarbe. Ja, wir machen nicht nochmal schwarz. Wir hatten ja schon einmal schwarz. Dann nehmen wir eher was Farbenfrohes. Das sieht schön aus. Unterteilfarbe. Ja, so ist okay. Hautfarbe. Würde ich ungefähr einen ähnlichen Hautton machen, wie er hat, weil die gehören ja auch zusammen. So. Haarfarbe. Machen wir blond, ja, Kopftyp. Aber die Frisur ein bisschen anders. Ja, das hat so ein bisschen was von dieser verrückten, wie diese Katzenhexe bei Simpsons. So sieht die Frisur ein bisschen aus. Diese Frau mit den ganzen Katzen, meine ich. Glatze, immer gut. Das sieht doch gut aus. Nehmen wir das, nehmen wir das. Okay. Körpertyp würde ich sogar so lassen, wobei das sieht ein bisschen zerfetzt aus. Gibt's das auch in ganz ohne da so einen Riss? Das sieht doch schön aus. Nehmen wir das. Beine können wir so lassen. Merkmale: tiefer Schlaf. Proaktiv. Was ist denn proaktiv? Weiß ich gerade gar nicht so mit anzufangen. Geschickt. Ja, warum nicht? Komm, sag mal doch einfach mal, Daisy ist geschickt. Und sie sollte ungefähr das genaue Gegenteil sein von ihrem Mann. Er ist brutal, das heißt, sie ist wohlerzogen. Ja, geschickt und dann kein Geschick zu haben, ist ein bisschen, wie sagt man, widersprüchlich. Mir fällt gerade das Wort nicht ein, was ich suche. Paradox. Das Wort habe ich gesucht. Gucken wir mal weiter. Gebildet. Sportlich. Ja, viel Geschick, wenn sie geschickt ist. Ja. Verstört, ein Straßenkind, ja. Das ist gar nicht so schlecht. Da hat sie sehr viel Wahrnehmung. Wahrnehmung ist gut für, wenn man draußen unterwegs ist. Wenn ich aber so überlege, würde ich lieber eins der Kinder Straßenkind machen. Klingt vielleicht komisch, aber ein Kind soll Straßenkind sein, ja. Machen wir mal so. Logisch ist eigentlich ganz gut. Da hat sie eine gute Wahrnehmung, gutes Charisma, gute Intelligenz. Das ist eigentlich ein ganz guter Ausgleich zum Mann. Der hat nämlich Stärke und Geschick und sie hat die drei anderen Sachen drin. Relativ ausgeglichen. Ich finde, das kann man so lassen. Machen wir sie geschickt und logisch. Okay, Daisy. So, als nächstes Catherine. Ja, können wir ruhig mal Catherine lassen. Die kann auch optimistisch sein. Der ändert mal ein bisschen das Aussehen. Die Hautfarbe muss ein bisschen zu den Eltern passen, wenigstens. Die Oberteilfarbe. Ja, machen wir das. Das sieht irgendwie gut aus. Unterteilfarbe lasse ich mal so. Kopftyp. Machen wir. Ja, komm, typisches Mädchen, machen wir so. Merkmal, dann lass mal ruhig optimistisch und gucken mal. Rabiat, wachsam. Ach so, hier gibt es andere Sachen bei den Kindern. Vielleicht gibt es gar kein Straßenkind mehr. Altklug, ausgeglichen, ungestüm, eloquent, hochbegabt, hyperaktiv, rabiat. Komm, mach mal sie hochbegabt. Hochbegabt und optimistisch und der Sohn wird dann ein bisschen was anderes. Jessica, ne, wir machen schon noch einen Sohn. Dann haben wir jedes Geschlecht gleich oft vergeben. Den nennen wir aber nicht Jessica. Wir nennen ihn einfach mal Karl. Ganz schlicht und einfach Karl. Oberteilfarbe. Mach mal. Ja, blau kommen. Unterteilfarbe können wir so lassen. Hautfarbe machen wir wieder, dass es zur Familie passt. Der soll ja nicht adoptiert sein. Haarfarbe. Mach mal so. Kopftyp. So. Körpertyp. So. Das hier sieht so ein bisschen aus, als hätte er einen Buckel. So quasi Modo. Machen wir so. Komm, Beine können wir so lassen. Merkmale: hygienisch, kleiner Appetit. Mutig, tiefer Schlaf. Proaktiv, geschickt, optimistisch, sparsam. Boah. Machen wir mal proaktiv. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich kann damit gerade wenig anfangen, aber wir machen es einfach mal.
Starterattribut Rabiat. Da hat er viel Stärke und Geschick. Das ist so ein bisschen wie der Vater. Das will ich nicht unbedingt machen. Wachsam. Ich würde gerne den Sohn wachsam machen. Das ist eine gute Kombination. Ich weiß ja schon, worauf es ein bisschen ankommt, wenn die beiden unterwegs sind. Einer, der stark ist und sich durchprügelt, und der andere, der wachsam ist und gut aufpasst. Das lassen wir mal so. Okay, Familie Gilbert. Wir haben also Familie Gilbert. Bestehend aus Edward, Daisy, Karl und, ach Gottchen, ich habe den Namen vergessen. Catherine, genau. Jetzt kommt noch ein Haustier, genau, Roxy. Huch. Ja, was haben wir denn für ein Haustier? Ein Goldfisch. Der Goldfisch lässt sich in einer Unterwasserwelt des Friedens und der Ruhe abtauchen, verringert den Stress aller Familienmitglieder stark. Als passive Wirkung. Muss aber alle 7 Tage gereinigt, das benötigt 10 Wasser und der muss täglich gefüttert werden. Das nächste wäre eine Schlange. Die Schlange hält Ratten fern. Solange die Schlange nicht im Terrarium ist, werden Ratten dem Schutzraum fernbleiben, sogar wenn er dreckig ist. Muss alle 2 Tage gefüttert werden, wenn sie im Terrarium ist. Und pass auf, dass sie dich nicht beißt. Die kann beißen, wenn sie draußen ist und Ratten frisst, muss sie nicht gefüttert werden, aber man kann auch einfach verhindern, dass es überhaupt zu Ratten kommt. Ein Pferd. Majestätisch und wunderschön. Mit dem Pferd lässt sich das Ödland schneller bereisen. Es kann Gegenstände in einer Satteltasche tragen. Benötigt 3 Portionen Nahrung pro Tag. Vergiss nicht, einen Stall zu bauen. Das ist sehr praktisch, aber das braucht auch sehr viel Essen. Habe ich mich bisher noch nicht rangetraut. Ich hatte einmal die Schlange und einmal, glaube ich, einen Goldfisch oder so. Nee, den Hund hatte ich einmal, genau. Des Menschen bester Freund kann mit auf Expeditionen genommen werden, um deine Wahrnehmung zu verbessern und dir im Kampf beizustehen. Verringert den Stress aller Familienmitglieder leicht, passiv. Muss jeden Tag gefüttert werden. Dann haben wir noch die Katze, die ist von Natur aus ein Jäger, tötet Ratten mit Leichtigkeit, verringert den Stress aller Familienmitglieder leicht, passive Wirkung, muss jeden zweiten Tag gefüttert werden. Das ist eigentlich ganz gut. Ich würde gerade mal zur Katze tendieren. Mach mal die Katze, die verhindert das gleiche wie die Schlangen, nämlich das Ratten. Oder, naja, die Schlange verhindert, dass Ratten überhaupt kommen. Die Katze hingegen tötet Ratten, wenn sie da sind. Das ist ein kleiner Unterschied. Und sie muss nur alle 2 Tage gefüttert werden. Das klingt eigentlich ganz gut. Nehmen wir die Katze und wir nennen sie Roxy. Nein, wir nennen sie nach meinem Lieblingsname Dexter. Wenn ich mal ein Haustier habe und es ist eine Katze, dann nenne ich sie Dexter. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den Namen irgendwie klasse. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja, im Sinne des angezockt machen wir das Tutorial mit dazu. Tipp: Nimm bei einer Erkundung des Ödlands immer eine Gasmaske mit. Danke für den Tipp. So, und da sind wir jetzt auch im Spiel. Ja, das ist unser Bunker. Ach so, es ist gerade noch eine Art Tutorial. Glaube ich. Ich kann zumindest noch nichts klicken. Jetzt geht's los. So, wir haben hier also draußen sieht man ein bisschen was vom Ödland. Hier haben wir schon mal einen Jeep. Hier haben wir einen. Das wird, glaube ich, alles noch erklärt gleich. Also wir kommen dann hier in unseren Bunker. Hier sind die Türen. Und dann haben wir hier unten unseren Bunker. Oh, ich habe nicht gelesen, weil ich dachte, ich muss das wegklicken. Okay, ich erkläre das mal ganz kurz. Wir haben hier eine Freisprechanlage, hier haben wir 2 Schutzanzüge, hier haben wir ein Funkgerät, hier haben wir, glaube ich, so einen kleinen Schreibtisch mit einem Notizbuch, wenn ich mich richtig erinnere. Hier haben wir so ein kleines Pad, da kann man was reinschreiben. Hier haben wir eine Leiter, da geht es dann runter in eine 2. Etage. Da haben wir sogar schon ein Zimmer, wusste ich gar nicht. Unsere Katze, ja, hier haben wir ein kleines Regal, da sind die Essensrationen drauf, das ist ein Medikamentenschrank, das ist unser erstes kleines Lager, da kann man nur wenig drin lagern, den Pappkarton. Das ist ein Wasserspeicher, da wird Wasser drin gespeichert. Und hier hinten haben wir einen Generator. Dieser Generator ist im Moment leer, ist aber wichtig, der versorgt den Bunker mit Strom. Und ohne Strom kriegen wir kein Wasser und also Strom ist wichtig. Licht und so zum Beispiel. So, Befehle werden von derzeit ausgewählten Familienmitglied ausgeführt, das oben links im Bild angezeigt. Das heißt, ich habe jetzt gesagt, hier Kraftstoff hinzufügen. Das hat der Edward gemacht, weil ich den gerade angewählt hatte. Der Generator, ja, das war gerade zu schnell. Teile die Arbeit zwischen den Familienmitgliedern auf, um Müdigkeit vorzubeugen. Markiere ein Familienmitglied und drücke auf die linke Maustaste, um es auszuwählen. Mit Q und E kannst du auch zwischen allen Schutzraumbewohnern hin und her wechseln. Wir machen das mal. E, dann haben wir Daisy. Oh, perfekt. Repariere Gegenstände häufig, um sie instand zu halten. Markiere einen Gegenstand und drücke auf die rechte Maustaste, um damit zu interagieren. Ich muss mal ganz kurz mein Handy stumm machen. Das hat nämlich gerade geläutet. So. Repariere den Generator, um ihn wieder in Stand zu halten. Ja, Daisy, repariere mal den Generator. Wir können auch einmal so rauszoomen, dann sieht man den ganzen Bunker in seiner Fülle, in seiner ganzen Pracht.
Dieses Symbol erscheint über allen Gegenständen, die eine Reparatur nötig haben. Okay. Gut, habe ich verstanden. Es ist sogar noch wichtiger, sich um die Familie zu kümmern. Vergiss nicht, dass du ein markiertes Familienmitglied durch Drücken der linken Maustaste auswählen kannst. Mit Q und E kannst du auch zwischen den Schutzraumbewohnern hin und her wechseln. Also klicken wir ihn an. Und hier sehen wir seine Bedürfnisse. Die Attribute weisen dich darauf hin, dass dieser Charakter durstig ist. Ich würde das nicht Attribute nennen, ich würde das Bedürfnisse nennen. Rote Balken benötigen deine Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, markiere einen Gegenstand und drücke auf die rechte Maustaste, damit du interagieren kannst. So, dann gehen wir jetzt zum Wasserfass. Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das ein Wasserfass ist. Und da kann man Wasser trinken. Wer hätte es gedacht? Lassen wir ihn doch mal Wasser trinken. Hier oben rechts sieht man übrigens alles. Wir sind jetzt Tag 1, es ist gerade 0:00. Wir haben 7 Kraftstoff, 14 Wasser, 10 Essen und der Sauerstoff ist gut, 100%. Dein Ziel besteht darin, so lange wie möglich zu überleben. Du kannst erkunden, den Schutzraum vergrößern, ihn instand halten und deine Familie gesund halten, um das zu erreichen. Erkunde und sammle Ressourcen, indem du mit Hilfe des Funkgeräts eine Expedition planst. Vergrößere den Schutzraum und stelle neue Gegenstände mit der Werkbank her. Ach so, und er stelle neue Gegenstände mit der Werkbank. Ich habe gerade überlegt, da fehlt doch ein Herr. Okay, dein nächster Schritt könnte darin bestehen, zu erkunden oder dich um deine Familie zu kümmern. Wie du überlebst, bleibt dir überlassen. Viel Glück. Okay. Ich würde als erstes mal den Schutzraum umgestalten. Das war immer so das Erste, was ich mache. Und zwar will ich ihn vom Platz her etwas optimieren. Indem ich erstmal alles so ein bisschen zusammenräume. Zum Beispiel kann man diesen Karton auch unter dieses Ding stellen. Ja, okay, es stand vorher unterm Regal. Das nimmt sich also nichts. Ich finde aber es äußerst wichtig, dass man alles erstmal so ein bisschen zusammenstellt, damit man möglichst viel Platz frei hat. Ich versuche immer möglichst sparsam zu sein. Abbrechen, Bewegung bestätigen, Escape-Taste. Escape-Taste war nicht Bewegung bestätigen. Moment, ich gestalte das nochmal um. Ah, Leertaste. Okay. So, und jetzt, also Edward, werden wir erstmal eine Expedition planen. Stelle deine Gruppe zusammen. Expeditionen ermöglichen es deinen Schutzraumbewohnern, das Ödland nach Gegenständen und Ressourcen zu durchsuchen und andere Ödlandüberlebende in deinen Schutzraum einzuladen. Du kannst so viele Expeditionen gleichzeitig haben, wie du willst. Jede Gruppe besteht aber aus höchstens 2 Leuten. Höchstens 2? Ich dachte, es wären mindestens 2. Nee, stimmt, man kann die Leute auch alleine losschicken. Stimmt, höchstens 2. Beziehungsweise man kann den Hund noch mitnehmen. Der kann auch den Platz des zweiten Begleiters einnehmen. Dann könnte man... Ja, 2 ist egal. Wir haben eh keinen Hund. Gut, die Attribute, das ist erstmal okay. Wir können jetzt eh noch nicht viel für die Attribute machen, weil wir erstmal ein paar Sachen bauen müssen. Wie zum Beispiel ein Bett und eine Dusche und eine Toilette und sowas. Wir nehmen ihn mit. Der ist nämlich stark. Der ist stark. Und als zweite Person nehmen wir Karl mit. Der hat nämlich eine gute Wahrnehmung. Ich finde, die passen gut zusammen. So, an der Karte planen wir unsere Reise. Das ist erstmal die Karte. Hier sehen wir unseren Bunker. Und hier sehen, hier mit WASD mache ich das. Hier sehen wir auch so ein bisschen die Umgebung. Hier oben sind zum Beispiel Hügel, Berge oder sowas. Felsigeres Gebiet. Ja, aber Wälder, Wiesen, irgendwie sowas. Und ganz viele Fragezeichen. Das hier zum Beispiel könnte ein Dorf sein. Das hier ein kleiner Vorort. Hier könnte eine Stadt sein. Hier könnte auch eine Stadt oder eine Dorf oder weiß der Geier was. Das Einzige, was wir bisher wissen, wir haben da eine Schule, da eine Kirche und da einen kleinen Bauernhof. Und das Erste, was wir machen, das Problem ist, wir müssen Wasser einsetzen, um diese Orte abzuklappern. Und immer, wenn wir uns bewegen, verbrauchen wir Wasser. Das heißt, wenn wir jetzt, sage ich mal, eine Expedition hierhin machen, kostet uns das schon 4 Wasser. Wenn wir jetzt von da aus eine Expedition, sagen wir mal, hierhin machen, damit wir das beides noch mitnehmen, kostet es uns schon 9 Wasser. Und das ist schon ziemlich viel, finde ich. Ich würde sagen, wir machen erstmal nur eine Expedition zur Schule. Das kostet 5 Wasser. Und das kostet 4 Wasser. Da kann man auch immer mal so ein bisschen versuchen, das Optimum rauszuholen. Denn 5 Wasser geht zum Beispiel...
Spiel bis hierhin. Also es ist immer so eine gewisse Spanne. Man könnte versuchen, das optimieren, aber in Zukunft machen wir das eher weniger. Gut, machen wir einfach erstmal die erste Expedition ganz kurz und knapp zur Schule. Fertig. Ach so, Ausrüstung muss man noch wählen. Stimmt. Ach stimmt. Moment, wir gehen nochmal kurz zurück. Wir sollten nicht... Ich hatte gerade den Gedanke, möglichst viele, aber kurze Expeditionen zu machen. Aber da wir jedes Mal Ausrüstung festlegen, schlage ich vor, wir nehmen doch lieber die längere Route. Und geben erst... Nein. Zum Lager. Hallo. Mach doch mal alles rüber. So. Wir rüsten jetzt erstmal aus. Achso, nächste Person wird auch... Nein. Oh, ich komme mit den Tasten nicht klar. Ausrüsten. So. Halt. Wie komme ich nochmal zurück zu der anderen Person? Ach so. Ja, ist egal. Ich wollte eigentlich... Jetzt ist es vorbei. Leere Benzinkanister kann man mal mitnehmen. Warum nehme ich das mit? Falls wir unterwegs eine Person treffen, die mit uns handeln möchte. Ist egal. Wir behalten das einfach mal. Ich würde gerne nochmal zurück zu der anderen Person. Nochmal eine Person zurück. Ah, Edward, hier haben wir es doch. Denn ich würde Ihnen nochmal gerne eine Waffe geben. Wie viel Stärke hat er? 8, ne? Dann können wir Ihnen zum Beispiel das nochmal geben. Und haben wir... Sonst haben wir nichts weiter. Okay, ja, dann machen wir das so. Nächste Person, dann geben wir Ihnen einfach auch mal so ein Rohr. Dann sind die nicht gänzlich unbeaufsichtigt. Eine Gasmaske sollte man immer mitnehmen. Schütze den Träger während der Expedition vor Strahlung. Das ist wichtig, sonst werden sie schnell krank. Gerade wenn man lange Expeditionen macht. Gut, erstmal losgeschickt. So, und die Daisy, mit der fangen wir jetzt erstmal an, Objekte zu fertigen. Während die beiden erkunden, kümmern wir uns ein bisschen um den Bunker. Und zwar bauen und verbessern. Neue Systeme zu bauen und sie zu verbessern ist wichtig, da sie dir dabei helfen werden, deinen Schutzraum effizienter zu führen. Du kannst Gegenstände im Ödland finden und sie dann für Verbesserungen und die Erstellung von neuen Gegenständen nutzen. Du kannst deinen Schutzraum vergrößern, indem du mit der Werkbank neue Räume fertigst. Ganz genau, ein neuer Raum, ein Schutzraumzimmer, kostet 2 Holz, 2 Zement und 2 Metall. Ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an. Packen wir einfach mal da einen Raum dran. So, die Daisy fängt jetzt an, die ist ja geschickt, die kann mit ihrer Geschicktheit, wie dem auch sei, kann sie jetzt ein Zimmer bauen. So, die Catherine, die kann auch ein Objekt bauen, aber die baut kein ganzes Zimmer, mit ihr bauen wir eine Leiter, ich wollte gerade Schiene sagen. Leiter brauchen wir nicht, da ist schon eine Leiter, Zement können wir nicht machen, ein kleines Regenfass, das finde ich persönlich immer sehr interessant. Denn wenn es regnet, ist die maximale Kapazität, die wir bis jetzt haben, 30. Wenn wir noch so ein Ding dazu machen, ist sie 50. Achso, das ist ein kleines Regenfass. Gibt es nicht auch? Mittleres Regenfass. Da brauchen wir Werkbankstufe 2. Das finde ich immer sehr sinnvoll, das möglichst schnell ein paar Regenfässer dazu zu bauen. Aber so ein kleines lohnt sich nicht unbedingt. Da halte ich für sehr sinnvoll. Weil, wenn es mal längere Zeit nicht regnet, braucht man ein bisschen was auf Reserve. Okay, wir fangen aber erstmal an mit einem Schlafsack, einer provisorischen Dusche und einer Eimertoilette. Das sind die drei Sachen, die wir als erstes machen. Und was ich auch als sehr wichtig erachte, das sehe ich gerade, ist hier auch nicht dabei. Das ist jetzt hier. Nee, hier. Kiste. Um ein bisschen Lagerkapazität zu schaffen. Aber das ist alles erst Level 2. Okay, wir fangen erstmal an mit einem Schlafsack. Den können wir jetzt hier so schön unter die Regale legen. Zum Glück haben wir den Platz vorher optimiert. Ich nenne es mal optimiert. Hier haben wir ein Notizbrett. Auf dem Notizbrett sehen wir alles, was wir bisher im Bunker gebaut haben und deren Haltbarkeiten. Hier sehen wir zum Beispiel, dass der Wasserfilter nur 55% hat. Den sollten wir bei Gelegenheit mal reparieren. Das ist das hier oben. Das hier ist der Sauerstofffilter. Das beides muss immer schön fit bleiben. Und wie wir hier gerade sehen, hoppelt hier gerade ein Hase lang. So kann man auch Essen beschaffen. Wenn man später Fallen baut, kann man hier oben Fallen aufstellen. Und dann kann es passieren, dass man so einen Hase fängt. Und das gibt Essen. Logischerweise. Okay, wir schicken die... Immer schön sauber. Was ist denn das für ein Geruch? Da braucht wohl jemand eine Dusche. Schlechte Hygiene führt zu Stress und in ganz besonders schlimmen Fällen zu einer Lebensmittelvergiftung. Klar, wenn man nicht gut duscht, kriegt man eine Lebensmittelvergiftung. Es ist daher wichtig, dass die Bewohner sich hin und wieder waschen. Du kannst einen Gegenstand bei der Werkbank fertigen, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ja.
Das ist tatsächlich sehr wichtig, aber dafür brauchen wir erstmal den neuen Raum. Mop und Eimer ist auch sehr wichtig, damit wir den Schutzraum sauber machen können. Ja, bevor wir hier Toilette und Dusche bauen, brauchen wir erstmal den Raum, denn da unten würde ich das gerne hinmachen. Toilette und Dusche. Das möchte ich ungern mit hier oben haben. Die Catherine schicke ich jetzt mal diesen Anzug anzuziehen. Die schicke ich jetzt mal. Ihr wisst, was ich meine. So müde. Ein Schutzraumbewohner ist müde und braucht Schlaf. Müdigkeit hindert sie daran, an Aktivitäten teilzunehmen, die Erfahrung einzubringen. Was? Müdigkeit hindert sie daran, an Aktivitäten teilzunehmen, die Erfahrung einbringen. Sie werden dir Bescheid sagen, wenn sie müde sind. Du kannst einen Gegenstand bei der Werkbank fertigen, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ja. Was ich aber machen wollte. Ah! Lasst mich doch auch mal was erklären. Hallo, ist da jemand? Jemand versucht dich mit Hilfe des Radiosenders zu kontaktieren. Wenn das geschieht, erscheint jedes Mal ein Symbol über dem Radiosender. Es ist wichtig, auf Funksprüche zu antworten, damit du mit Familienmitgliedern kommunizieren kannst, die auf Expedition sind. Erkunde und sammle Ressourcen, indem du mit Hilfe des Funkgeräts eine Expedition planst. Ja, das ist wichtig, das habe ich vergessen. Drehe jeden Stein einzeln um. Das Durchsuchen von Orten ist die beste Möglichkeit, an Gegenstände und Ressourcen zu kommen. Die Menge und die Arbeit der Gegenstände hängt von dem durchsuchten Ort ab. Du kannst an solchen Orten auch auf andere Ödlandsüberlebende treffen. Sei also stets auf der Hut. Schwere Sätze, ey. So. Hallo, hier spricht Edward. Hier ist eine Kirche im Ödland. Sollen wir uns dort umsehen? Ja, bitte. Scheiße, sie haben die Schule ausgelassen. Ich war nicht nah genug an der Schule ran. Wir ziehen den Anzug nochmal aus. Wir müssen in der Nähe des Funkgeräts bleiben. Das heißt, wir werden jetzt erstmal eine Eimertoilette bauen. Die stellen wir mal provisorisch da oben hin. Wir können das ja später wieder umräumen. So wie wir am Anfang Platz gemacht haben. Drücke die linke Shift-Taste oder die Vorspultaste, um die Zeit zu beschleunigen. Ja, ich denke, wir brauchen jetzt gerade mal nicht die Zeit zu beschleunigen. Ich finde das ganz gut, wenn man das so ein bisschen mal in Echtzeit sieht. Funkspruch. Karlan Basis, Kirche in Sicht. Sollen wir nachsehen, was es dort zu holen gibt? Ja, bitte. Du kannst im Ödland gefundene Objekte rechts zu den bei dir getragenen Objekten links transferieren. Du kannst bei dir getragene Objekte wegwerfen, indem du sie austauschst. So, wir haben nichts dabei, ist klar, und rechts haben wir gefunden. Verbrannte Kleidung. Diese verbrannte Kleidung bietet keine Wärme mehr, kann aber nach dem Recycling etwas Stoff abwerfen. Recyceln können wir noch nicht, also lassen wir das, brauchen wir nicht. Nahrungsration nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Farbdose nehmen wir einfach mal mit. Holz nehmen wir auf jeden Fall mit. Wolle nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Sicherung nehmen wir auf jeden Fall mit. Verbrannte Kleidung jetzt nicht unbedingt. Ich wüsste nicht wofür. Andererseits, warum nicht mitnehmen? Was spricht dagegen? Im Zweifelsfall haben wir halt Plunder. So, Schnuggi. Jetzt zieh dir doch mal den Anzug an. Und reparier mal diesen Wasserfilter. Weil sie ist jetzt auch fertig. Und jetzt können wir mal ganz kurz Schutzraum umgestalten. Jetzt können wir die Toilette einmal hier unten in die Ecke stellen. Diese Werkbank, die steht schon so weit links wie möglich. Genau. Und jetzt können wir Objekt fertigen. Jetzt machen wir erstmal eine provisorische Dusche. Die packen wir dahin. Und dann kann die gute Daisy einmal schlafen gehen, wenn sie das gebaut hat. Und ich bin fast geneigt dafür, noch ein Schlafsack zu bauen. Aus Gründen. Ah, die sind wieder da. Die zwei von ihrer Expedition. Und wir haben die Schule nicht expeditioniert. Und wir haben den kleinen Bauernhof auch nicht besucht. Ein Ort haben sie durchsucht. Wahnsinn. Die waren mit 9 Wasser unterwegs und haben einen Ort durchsucht. Das ist traurig und das war ein Fehler von mir, denn ich war so schlampig und habe die Route nicht richtig gesetzt. Gut, das werde ich in Zukunft besser machen. Wir nehmen das mal alles mit. Einfach alles rein. Wir haben noch 5 Plätze frei. Das ist okay. So, wie geht's euch? Er müsste mal duschen und er müsste mal duschen. Das ist ja traumhaft. Gut, Vater geht zuerst. Sohn geht danach. Sohn kann mal ganz kurz noch einen Schlafsack bauen. Brauchen wir. 2 Schlafsäcke sind schon bei 4 Personen, muss, finde ich. So, es ist gut, dass es gerade regnet. Da können wir nämlich ganz entspannt alle einmal duschen gehen. Ohne befürchten zu müssen, dass wir dann Wasserknappheit erleiden. Das ist immer wichtig. Sowas muss man immer im Auge behalten. Im Hinterkopf behalten.
Jetzt kann zum Beispiel jeder einmal Wasser trinken, weil es füllt sich ja noch während des Regens auf. Nimm ruhig einen Schluck, kleiner Mann. So, wir haben hier im Generator gerade 0,7 von 2. Da können wir gerade nochmal einen Kraftstoff hinzufügen. So. Boah. Gut. Schlafen muss er gerade nicht. Sie kann, wenn sie fertig ist, erstmal den Anzug zurücklegen. Ja, er müsste mal duschen. Dafür muss er aber erstmal fertig werden. Ist er. Jetzt kann er schlafen gehen und er kann duschen gehen. Gehst du schlafen? Ja, ich denke schon. Und die Daisy, wenn sie fertig ist mit Schlafen, sollte sie das Bett frei machen, damit der Sohn schlafen gehen kann. Denn der und der, die müssten eigentlich immer relativ gleichzeitig fit sein, ausgeschlafen sein, damit die zusammen auf Expeditionen gehen können. Ich würde die beiden gerne als Expeditionsteam veranschlagen. Sagt man das so? Veranschlagen? Wie dem auch sei, ihr wisst ja, was ich meine. Hungrig! Da hat jemand Hunger. Wer denn? Sie ist müde. Ah, Daisy hat Hunger. Ja gut, die Daisy schläft noch. Wenn sie fertig ist und schlafen, kann sie ja mal was essen. Der Bub hat fertig geduscht. Der müsste jetzt eigentlich auch mal schlafen. Ja, er kann gerade nichts machen. Gut, ja. Ich spiele eine Runde. Warte, bis ein Schlafsack fertig ist. Sie legt den Anzug ab und müsste danach eigentlich auch mal schlafen. Gut, ist gerade ein bisschen schlecht. Geh doch stattdessen mal einen Schluck trinken. Und wenn wir gerade dabei sind, kannst du auch mal die Toilette benutzen. Ja, und sie war so fleißig und hat mal den Wasserstofffilter repariert. Das ist auch schön. Die Kleine sieht aus, als wäre sie 10, vielleicht 12 und weiß schon, wie man einen Wasserfilter repariert. Das ist doch toll. Ne? Das ist das Leben in der postapokalyptischen Zeit. Da lernt man noch, was zum Leben wichtig ist. Ja. Gut. Ja, jetzt heißt es warten. Kurz, bis die beiden Erwachsenen ausgeschlafen haben. Ist natürlich klar, dass die Eltern zuerst schlafen, bevor die Kinder ins Bett gehen. Klar. So ein Hirsch hätte ich jetzt gerne mal gefangen. So, wer pullert, muss auch sauber machen. Und das hat aufgehört zu regnen. Das heißt, ab jetzt müssen wir mit Wasser wieder rationiert vorgehen. Das hat zum Beispiel gerade 5 Wasser gekostet, das sauber machen. Das heißt, jedes Mal Toilette gehen kostet 5 Wasser. Duschen kostet, glaube ich, um die, je nachdem wie sehr das Duschbedürfnis voll ist, so um die 10 Wasser, 10 bis 15. So, komm, Schnucki, Daisy, du bist doch jetzt fertig. Durstig, da ist jemand durstig. Ja, da schlafen auch noch viele Leute und die könnte jetzt eigentlich durchaus mal fertig sein. Er ist fertig. Ah, sehr gut. Das heißt, der Bub kann mal schlafen gehen und sie kann jetzt auch schlafen gehen. Sie isst gerade was und trinkt jetzt auch mal einen Schluck Wasser. Der Mann darf auch mal ein Wasser trinken. Und dann darf sie mal ein Objekt fertigen. Und zwar machen wir einen Mop und Eimer, würde ich sagen. Ja, machen wir hier einfach mal einen Mop und Eimer hin. Das ist wichtig, weil wenn es zu dreckig wird, dann wird es zu dreckig. Und das wollen wir nicht. Ja, jetzt lassen wir die Kinder kurz schlafen. Okay, ich glaube, es ist jetzt nicht so clever zu warten, bis die Kinder wieder wach sind, um die nächste Expedition zu machen. Ich schlage vor, wir schicken einfach die 2 Erwachsenen mal auf Expedition. Die Kinder schlafen eh. Was soll schon passieren? Hier komm. Geh mal Expedition planen. Er ist ein bisschen hungrig. Das ist okay. Das hält er aus. Daisy. Könnte mal auf Toilette gehen. Geschickt und verschwenderisch. Ah. Jeder hat auch ein negatives Attribut. Das ist, glaube ich, zufällig. Okay, wir haben bisher die Kirche erforscht. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal die Schule. Diesmal klicke ich richtig drauf. Und den Bauernhof. Dann haben wir 12 Essen, was 12 Wasser, was wir verbrauchen. Und dann laufen die so, so, so. Bestätigen. So, du kriegst erstmal eine Gasmaske.
und ein hartes Rohr. Nächste Person kriegt eine Gasmaske und ein hartes Rohr. Und dann senden wir die Gruppe einfach mal so los. Na los, ihr zwei. Plündert. Plündert, was das Zeug hält. Die Schule und den Bauernhof. Ich auch hoffe, dass es im Bauernhof was zu essen gibt. Ansonsten, ja, lassen wir uns überraschen, was wir finden. In der Zeit können die Kinder ganz entspannt schlafen. Und ja, vielleicht können wir jetzt tatsächlich mal vorspulen. Was war die Taste? Shift. Ja, wir shiften mal. Ach so, da fällt mir was ein. Ah ja, eingehender Funkspruch, erstens das. Und zweitens fällt mir ein, die Katze muss auch mal gefüttert werden. Hallo, Daisy am Apparat. Hier ist so eine Schule und es sieht so aus, als könnten wir hier fündig werden. Möchtest du, dass wir uns das einmal ansehen? Ja, bitte. Ach, hier ist die Katze. Das muss man auch mal füllen. Der Fressnapf ist im Moment leer. Die Katze ist gesund und hat 100 Gesundheit. Also noch müssen wir sie nicht füttern. Wir machen mal weiter Shift. Ein bisschen schneller. Funkspruch, zack. Und vorannehmen. Schule in Sicht. Zeig her. Was haben wir hier? Wir haben Zement. Das ist gut. Damit können wir Häuser bauen. Das haben wir schon im Lager. Das nehmen wir einfach mal mit. Holz haben wir auch schon im Lager. Also was wir sowieso im Lager haben, nehme ich sowieso immer mit. Verbrannte Kleidung. Gummi. Metall. Kalk. Aus Kalk und Sand kann man Zement machen. Ich weiß so gerade nicht, wie das Mischverhältnis war. Das eine waren zwei, das andere war eins. Ich glaube, es waren zwei Kalk und ein Sand. Vielleicht waren es aber auch zwei Sand und ein Kalk. Nee, ich glaube, es war zwei Sand und ein Kalk. Daraus macht man dann Zement. Das brauchen wir, um neue Räume zu bauen. Wir haben 7 von 12. Wir haben noch eine Glühbirne, einen Nagel, einen Schalter, Metall, Gummi. Ja, und kein Platz mehr. Verbrannte Kleidung haben wir zwar schon bei uns im Inventar im Besitz. Achso, hier steht sogar, ob wir das im Besitz haben oder nicht. 8 im Besitz, 3 im Besitz, 18 im Besitz, 28 im Besitz, 0 im Besitz. Den lassen wir mal da. Stattdessen nehmen wir mal Klebeband mit. Ich glaube, das braucht man eher als einen Schalter. Gummi, eine Glühbirne haben wir auch noch nicht. Die lassen wir dann auch mal raus. Stattdessen nehmen wir einfach mal die Linse mit. Ich weiß, das Inventar ist jetzt schon voll und wir haben noch den Bauernhof vor uns. Aber wenn wir bei Bauernhof ankommen, können wir ja nochmal aussortieren. Dann können wir ja meinetwegen die Kleidung rausschmeißen, die Wolle rausschmeißen, das Metall rausschmeißen und dann irgendwas anderes mitnehmen. Das ist ja okay. Ich packe aber grundsätzlich immer erstmal das Inventar voll, weil wenn wir jetzt zum Bauernhof gehen und da sagen die, okay, hier ist nichts, dann haben wir wenigstens schon mal ein volles Inventar, wenn wir zurückgehen. Ja, das war so mein Gedanke dahinter. Oh, hast du Hunger? Ja, sie ist ausgehungert. Okay. Karl, fütter mal die Katze. Und danach kannst du dich selbst auch mal füttern. Aber fütter erstmal die Katze. Ich glaube, der Karl ist am schnellsten ausgeschlafen. Deswegen habe ich ihm mal die Aufgabe des Katzenfütterns gegeben. Der Sauerstofffilter könnte mal repariert werden. Genauso wie die provisorische Dusche. Catherine. Die Katze hungert. Oh, Hochspruch. Hallo, der ist ja mal parat. Hier ist ein kleiner Bauernhof. Sieht aus, als würden wir fündig werden. Ja, schaut euch das mal an. Okay, Karl. Komm, fütter die Katze. Die ist ausgehungert, Mensch. So, komm, jetzt bist du aber ausgeschlafen. Steh auf, Mann. Oh, ein leichter Sandsturm an der Oberfläche. Oh, Funkspruch. Kleiner Bauernhof in Sicht. Ja, schaut euch das an. So, auf dem Bauernhof. Wir können erstmal das Holz mit dazu nehmen. Das haben wir schon im Inventar. Das Wasser haben wir schon im Inventar. Zement haben wir schon im Inventar. Gummi haben wir schon im Inventar. Wolle haben wir schon im Inventar. Erstmal das aufstecken, was wir sowieso schon haben. Und jetzt können wir mal gucken, was wir raustun und vielleicht was anderes für mitnehmen. Linse würde ich mal raustun und dafür was zu essen mitnehmen. Kohle. Brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Kaputte Fernseher brauchen wir auch nicht. Ein Rohr würde ich mitnehmen gerne. Und ansonsten Transistor, Schrotthaufen, Sicherung. Oh, ich dachte, wir hätten eine Sicherung im Inventar. Aber wir haben eine zu Hause, so rum war das. Brauchen wir alles nicht. Das Rohr würde ich aber gerne noch mitnehmen. Dafür würde ich die verbrannte Kleidung da lassen. Die bringt uns nämlich tatsächlich nichts.
Ja, dann würde ich erstmal so gehen. Expedition bestätigen. Ja, und dann kommen sie erstmal wieder zurück. So, Karl, nochmal ganz kurz gucken. Provisorische Dusche. Geh doch mal bitte die provisorische Dusche reparieren. Man muss auch immer so ein bisschen auf die Instandhaltung achten, ne? Damit alles schön instand gehalten ist. Hier ist so eine Kirche. Ja, durchsuch die ruhig nochmal. Bei der Kirche waren wir zwar schon, aber die können wir ruhig nochmal durchsuchen. Da wird nichts sein. Aber man kann ja auch nichts mitnehmen. Kostet ja nichts, das zu durchsuchen. So ist ja nicht. Einfach mal vorbeigehen und nichts angucken. Ja, Catherine. Die kann mal den Generator reparieren. Ich würde ja gerne sagen, geh mal den Sauerstofffilter reparieren. Aber der ist im Moment. Da ist ein leichter Sandsturm oben. Oh, es ist Rohr und Metall dazu gekommen. Vorher war hier nichts mehr drin. Wir haben das doch leer geplündert, oder? Die Kirche. Egal, wir haben noch mal ein Rohr und Metall gefunden. Ja, dann war es doch gut. Ich dachte, wir hätten das leer geplündert. Vielleicht hatten wir es auch leer geplündert und es war einfach nur wieder was Neues drin. Ist doch okay. Ja. Es ist ein leichter Sandsturm an der Oberfläche. Das ist natürlich toll, eine Expedition zu führen, wenn ein Sandsturm tobt. Aber es ist ja nur ein leichter. Ist auch schön, wie man da so im Hintergrund die Ruinen der Großstadt sieht. Und da kommen die beiden auch wieder. So. Wir haben im Moment ein bisschen wenig Essen. Ein bisschen wenig Wasser. Wenn man bedenkt, dass die Expedition 12 Wasser gekostet hat und wir nur noch 11 haben, könnten wir so eine Expedition noch nicht mal nochmal machen. Und das war eigentlich eine kleine Expedition. Und wir haben nur noch, in Anführungszeichen, 6 Treibstoffe. Das ist nicht viel, aber ja, wir haben auch bisher noch nicht viel erreicht. Wir sind erst Tag 3, also. Bis jetzt ist noch alles okay. Drei Orte haben sie durchsucht. Es gibt ein bisschen Wahrnehmung. Gut. Ja, Rohre haben wir ja schon, Essen haben wir schon, Klebeband haben wir schon, Gummi haben wir schon, Metall haben wir schon, Nägel, Sand hatten wir noch nicht, Kalk hatten wir auch noch nicht, Wasser haben wir natürlich, Holz haben wir natürlich, das haben wir, und Zement hatten wir auch nicht mehr. Ich hätte auch einfach alles nehmen drücken können, ich Idiot. Entschuldigung, der zieht voll das LP in die Länge. Ja. Edward, mit den Scherenhänden, geh noch mal was essen. Daisy, ohne Scherenhände. Geh doch mal. Ich würde das gerne mal aufrüsten. Aufrüsten. Ja. Para aumenta efficiencia do abrigo melhore o filtro de oxigenio o gerador e o filtro de agua. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie, man kann die Effizienz von Abrigo, Melhore oder Sauerstofffilter oder Generator oder Wasserfilter verbessern. Ich weiß nicht genau, warum das nicht in Deutsch da steht. Jedenfalls, die Türen des Schutzraums können auch verbessert werden, um vor Einbrüchen in den Schutzraum zu schützen. So, wir haben jetzt hier Werkbank 1, Werkbank 2, Werkbank 3. Ach nee, das ist Werkbankverbesserung Stufe 2. Das ist 3 und das ist 4. Das heißt, das ist das Erste, was wir verbessern. Machen wir doch mal. Das geht sogar. Markus und Amanda. Wir kriegen gleich Besuch, wenn ich das richtig sehe, von Markus und Amanda. Hallo, ist Amanda? Ja, hier ist ein Manda. Oh, Schenkelklopfer, köstlich. Entschuldigung. Die wollen tatsächlich zu uns. Das sollte eigentlich nicht Edward regeln. Sollte jemand regeln, der Charisma kann. Wo sehe ich denn die Übersicht meiner Leute? Ah, das Notizbuch habe ich bisher ganz vergessen. Tag 1. Wir leben. Jetzt gibt es nur noch uns. Gemeinsam. Zu unserer Familie gehören Edward, Daisy, Catherine, Karl und unsere Katze Dexter. Unser Kater Dexter. Es war großes Glück, dass wir dies. Wartet.
Es war großes Glück, dass wir diesen verlassenen Kriegsschutzraum gefunden haben. Er hat wohl schon bessere Zeiten gesehen. Wenn wir etwas zupacken, können wir ihn wieder auf Vordermann bringen. Alles ist besser als der Ort, von dem wir gekommen sind. Aufgaben haben wir nicht. Und ja, wir schauen uns das jetzt mal an. Nicht Catherine. Hier kommt Edward. Du bist stark. Kümmere dich drum. Amanda. Hallo da drin. Braucht ihr zufällig irgendetwas? Ich habe viel Zeug gefunden. Das kann ich nicht gebrauchen. Achso, ich habe viel Zeug gefunden, das ich nicht gebrauchen kann. Ja, handeln. Lasst uns handeln. Das ist immer eine gute Idee. Was haben die? Die haben ein Feuerzeug. Erzeugt bei Bedarf eine kleine Flamme. Das ist immer was ganz Gutes. Wenn man in einer postapokalyptischen Welt überleben will, ist ein Feuerzeug eigentlich immer eine sinnvolle Investition. Schrotflintenmunition bringt uns nicht ganz so viel, wenn wir keine Schrotflinte haben. Gewehrmunition bringt uns nicht ganz so viel, wenn wir kein Gewehr haben. Magnesium, falls jemand Magnesiummangel hatte, habe ich aber bisher noch nicht festgestellt mit meinen ärztlichen Kenntnissen. Was steht da? Elementsymbol MG, Kernladungszahl 12, Elektronenkonfiguration NE3S2, wird beim Fertigen verwendet. Schön. Kordit, ein flüchtiges Material, das für Sprengstoff verwendet wird. Okay. Sand, eine unglaublich feine Mischung aus Mineralien und Stein, wird beim Fertigen verwendet. Eimer, Gummi, Glühbirne und Kohle. Okay, ja, ich würde Sand kaufen. Und das hat einen Handelswert von 1. Und dafür verkaufen wir irgendwas, was wir nicht mehr brauchen. Einen leeren Benzinkanister. Der hat einen Handelswert von 1. Das ist doch schön. Irgendwas noch was mit 1? Kohle könnte man uns kaufen. Ich wüsste gerade nicht, was man davon noch brauchen könnte. Ich würde sagen, wir tauschen einfach mal einen leeren Benzinkanister gegen den Sand. Ich wüsste nicht, was wir davon jetzt im Moment noch gebrauchen könnten. Vielleicht einen Eimer. Aber da müssten wir halt nochmal 3 Wert zusammenkriegen. 1, 2, 3. Wir haben noch 3 Eimer. Egal. Wir handeln das mal so. Ja, dann war es doch gar nicht so doof, dass wir gesagt haben, wir nehmen einfach mal den ganzen Plunder mit. Und jetzt hat das gerade geblinkt, ich bin ja eben schon auf das Notizbuch gestoßen. Jetzt kommt der nächste Eintrag, Tag 3. Es ist nett, ab und zu Besuch in unserem Schutzraum zu haben. Auch wenn er uns anmeckert, weil wir die ganze Zeit das Licht anlassen. Wir verschwenden anscheinend kostbare Energie. Oh. Das ist in der Tat wahr. Wir können Lichter ausmachen. Das wusste ich gar nicht mehr. Hier unten haben wir nicht mal Licht an. Geil. Wir machen einfach mal das Licht aus. Strom sparen und so, ne? Was verbraucht denn dann jetzt Strom, wenn wir Licht aus haben? Ich muss mal! Wer denn? Ah, hier steht unser Verbrauch. Täglicher Verbrauch 0,3. Jetzt mache ich mal das Licht an. Täglicher Verbrauch 0,3. Jetzt mache ich mal da das Licht an. Karl, geht mal was essen. Du gehst mal auf Toilette. Jetzt haben wir täglicher Verbrauch 0,3. Wahnsinn. Das hat also genau gar nichts gemacht. Sie muss auch mal was essen. Wir füllen auch mal den Katzennapf auf. Und ganz schnell fällt auf, dass wir plötzlich ganz wenig Essen haben. Ja, es kann schnell gehen. Wir schauen uns hier nochmal um. Der Sauerstofffilter, stimmt. Das darf die geschickte Frau gerade mal machen. Regen! Regen! Geh mal auswaschen. Geh mal duschen. Oh, sehr schön. Alle einmal was trinken, alle mal duschen gehen. Und den Bunker putzen, solange es regnet. Sie geht duschen. Er geht das auswaschen und danach geht er mal den Schutzraum reinigen. Achso, und sie soll das reparieren. Und wenn sie gerade mal draußen ist, das andere auch mit reparieren. Warum nicht, ne? Wenn sie gerade mal draußen ist. So, und er hier darf dann einfach mal auf Toilette gehen. Also wenn es regnet, kann man immer alles machen, was Wasser kostet. Einfach erstmal alles machen, was Wasser kostet. Weil das füllt sich ja auf. Und bevor wir die Maximalgrenze erreichen und es uns nichts mehr bringt, dass es regnet, lieber erstmal alles benutzen, was Wasser kostet. So, das heißt, die Gute darf jetzt auf Level 2 mal ein mittleres Regenfass bauen. Genau dahin.
Dann haben wir nämlich 60 Kapazitäten. Das ist schon mal besser als 30 Kapazitäten. Wer hätte es gedacht? Auswaschen. Und dann darfst du auch gleich mal duschen gehen. Ja, mobbt hier mal die Bude durch. Das ist gut. Sauberkeit ist wichtig. Er ist fertig. Okay, ja, dann trink doch mal was und dann gehst du auch mal duschen. Ja, Kapazität des Wasserspeichers erreicht. Das hat sich jetzt erledigt. Ja, geh du auch nochmal auf Toilette. Dann hat jeder alles mal gemacht, was mit Wasser zu tun hat. So gut wie, hoffentlich. Und dann können wir mal wieder eine Expedition machen. Das ist auch wichtig. Wobei der eine Expeditionspartner gerade schlafen ist. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, Edward. Der muss jetzt nicht schlafen. Nee, muss er wirklich nicht. Können wir mal gucken. Ein Schlafsack. Ja, reparier mal kurz den Schlafsack. So, du gehst mal gerade was trinken. Und duschen. Jetzt wo es gerade... Jetzt wäre gerade ein guter Moment dafür. Duschen geht sie, genau. Ich guck gerade, das kann ich hier nochmal reparieren. Ist eigentlich alles okay. Die Dusche vielleicht noch, aber die wird ja gerade noch benutzt. Ja, dann muss sie gerade nichts machen. Wir können mal gucken, was wir noch so alles fertigen können. Wir haben ja jetzt Zugriff auf Level 2. Gasmasken zum Beispiel können wir uns herstellen aus Wolle, Gummi und Kunststoff. Das ist wichtig zu wissen. Das ist gut zu wissen. Eine Plastiktüte. Ist auch sehr praktisch. Zusätzliche Inventarplätze werden ausgerüstet. Schlafsack haben wir. Ja, gut, das mit dem Kreuz müssen wir uns gerade nicht angucken, weil wir können es eh nicht machen. Level 2. Ein Vorratsregal. Können wir mehr Essen reinlagern? Ein Bücherregal. Können wir Bücher einlagern? Eine Umhängetasche. Aber, naja, Spielzeugkiste. Okay. Behelfstoilette. Ist besser als eine Eimertoilette. Ein Bett. Ist besser als ein Schlafsack. Schutzweste, Licht, Regenfass. Eine kleine Kiste würde ich tatsächlich sehr gerne mal machen, damit wir ein bisschen mehr lagern können. Armseliger Ofen. Fallstrick ist wichtig, dafür brauchen wir aber erstmal Seil. Boxsack. Steigerung der Stärke, das ist okay. Hier haben wir Farbe. Puh, ich bin mir nicht ganz sicher, was wir damit machen können mit der Farbe. Also wahrscheinlich malern. Arbeitsmittel, da können wir diese hässlichen Graffitis von der Wand wegmachen. Das ist interessant. Eine Rohrbombe, kleiner Gefrierschrank. Oh, Feuerlöscher, Stachelfalle, Camouflage, Schürferwerkzeug, Behelfsrecycler. Da braucht man ganz schön viel für. Aber so ein Recycler ist verdammt wichtig. Wir bauen erstmal eine kleine Kiste. Ja, die passt da dazwischen. Ja, wir haben hier unten auch noch ein bisschen Platz. So ist nicht. Oh, wollen wir mal die Graffitis entfernen? Oh, der Regen ist vorbei. Jetzt ist Sandsturm. Okay, wir machen dann auch gleich mal eine Expedition, sobald der Bub wieder wach ist. Ja, und... achso, sie ist fertig. Ja, sehr gut. Objekt fertigen. Hier können wir auch zum Beispiel mal Zement machen. Wir brauchen 2 Sand und 1 Kalk dafür. 2 Sand, 1 Kalk. Habe ich richtig gesagt. Vorhin. So, Daisy, geh doch mal schlafen. Man kann übrigens auch hier da drauf klicken, dann haben die so ein Roboter-Symbol drüber, dann kümmern die sich automatisch um ihre Bedürfnisse. Das heißt, wenn sie müde ist, würde sie automatisch schlafen gehen. Oh, er wird langsam müde, das ist nicht gut, ich wollte mit ihm auf Expedition gehen. Muss die Expedition warten oder können wir trotzdem auf Expedition gehen?
Das ist die große Preisfrage. Und woher weiß Catherine, wie man Zement mischt? Fragen über Fragen. Jetzt können wir uns einen neuen Schutzraum bauen. Wollen wir das gleich mal machen? Das kostet Holz, Metall, das haben wir ja noch genug. Und Zement habe ich. Brauchen wir gerade nirgendwo anders. Boah, ja, brauchen wir einfach mal einen Schutzraum. Wobei sie ist ziemlich müde. Ja, ist egal. Macht trotzdem mal. Und er guckt mal, dass der das Abbeizmittel macht. Und dann können wir hier mal abbeizen. Entfernen wir einfach mal das Graffiti. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Wie gesagt, ich hatte ja schon ein paar Runden gespielt, so zwei Durchläufe oder so, die nicht wirklich weit gegangen sind. Aber ja, ne, und so. Abbeizmittel habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch noch nie einen Raum gefärbt. Ich hätte das hier wegmachen müssen, das sieht schlimmer aus. Tag 5. Und es regnet mal wieder, das ist okay. Ja. Wenn er nicht so müde wäre, hätte ich gesagt, geh doch mal. Das kann raus. Wenn er nicht so müde wäre, hätte ich jetzt eine Expedition veranschlagt. Aber weil er so müde ist, würde ich eher davon abraten. Ja, was kann man mal machen jetzt? Wir sehen uns das hier mal an. Schlafsäcke müssen mal repariert werden. Oder der eine zumindest. Die provisorische Dusche müsste mal repariert werden. Komm, Karl. Tu mal was für dein Geld. Welches Geld? Tu mal was für deinen Aufenthalt hier. Nein, das ist ein Kind. Der darf natürlich hier wohnen. Muss nichts für seinen Aufenthalt tun. Aber es wäre trotzdem praktisch. Also tu was. Wie sieht es mit dem Generator aus? 0,5 ist da noch drin. Das müsste mal aufgerüstet werden. Also Kraftstoff hinzufügen, meine ich. Man kann alles auch aufrüsten hier. Das können wir uns ja gerade mal anschauen. Zum Beispiel eine Tür. Die Schutzraumtür können wir aufrüsten für Stufe 2. Bietet besseren Schutz gegen Leute, die versuchen einzubrechen. Und dadurch erhältst du mehr Zeit, um Fallen zu aktivieren und Familienmitglieder zu verstecken. Kostet Metall, Scharnier und Rohr. Türstufe 3 kostet noch mehr Metall, Motoren und Zement. Ist das eine andere Tür? Ne, das ist genau das gleiche. Man kann zum Beispiel auch den Generator verbessern. Entweder hinsichtlich der Kapazität, das kostet Rohre und Ventile. Oder hinsichtlich der Haltbarkeit, das kostet Metall und Rohre. Oder hinsichtlich der Effizienz, das kostet Drähte und Ventil. Haltbarkeit zum Beispiel könnte man schon mal upgraden. Erhöht die Haltbarkeit des Generators um 10%, wodurch er sich langsamer abnutzt. Stört mich im Moment herzlich wenig, dass man den gelegentlich mal reparieren muss. Man kann aber auch zum Beispiel den Wasserfilter reparieren. Den konnte man Dekontaminationsverbesserung. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der der Wasserfilter kontaminiertes Wasser herausfiltert. Das heißt, wir kriegen schneller Wasser, wenn es regnet. Unser Wasserdingens steigt schneller. Das ist erst später sinnvoll. Bis jetzt ist das noch so okay. Dann kann man aber aus der begrenzten Regenzeit, die man hat, noch mehr Wasser rauskriegen. Das ist schon ganz gut. Haltbarkeit, klar, spricht für sich. Und Effizienz wird mehr Wasser pro Zeiteinheit gefiltert. Wo ist hier der Unterschied? Während des Regens erhöht die Geschwindigkeit, mit der der Wasserfilter kontaminiertes Wasser herausfiltert. Bin ich mir nicht ganz sicher, was das hier bedeutet. Das ist klar, das ist, wenn es regnet. Ich dachte, das bedeutet das. Gut, dann bin ich ein bisschen unsicher, was das bedeutet. Ist aber auch nicht so wichtig. Wir gucken uns nochmal den Sauerstofffilter an. Leistungsverbesserung. Diese Verbesserung erhöht die Rate, mit der Sauerstoff in den Schutzraum gepumpt wird, wodurch du 6 Leute gleichzeitig in den Schutzraum versorgen kannst. Bis jetzt haben wir 5 Leute, die wir versorgen können. Oder 4? Ich weiß es nicht. Haltbarkeitsverbesserung, ja, spricht wie immer für sich. Und Widerstand gegen Sandstürme. Beim Sandsturm geht das schneller kaputt, ja. Dann haben wir, das Ding kann man nicht verbessern, aber hier zum Beispiel das Fahrzeug. Ein gutes Gefährt. Das Wohnmobil bietet einen großen Lagerraum für Expeditionen in das Ödland und benötigt weniger Wasser als ein Fußmarsch. Das Wohnmobil benötigt Benzin. Ohne können keine Expeditionen unternommen werden. Sobald du alle Teile für das Wohnmobil hast, kannst du es im Planungsfenster für Expeditionen auswählen. Aber bevor wir das Ding reparieren können, brauchen wir eine Lichtmaschine, Reifen, Reifen, Autobatterie, Zündkerze, Verteiler, Reifen, Reifen, Kupplungsseil, Keilriemen und einen Anlasser. Ich hatte da durchaus schon mal was gefunden. Ich glaube, ich hatte mal irgendwie eine Autobatterie oder eine Lichtmaschine. Irgendwas hatte ich mal gefunden. Oder einen Reifen. Ein Teil hatte ich auf jeden Fall schon mal. Aber bis man alle Teile hat, muss man schon ein paar Tage spielen und sehr viel Glück haben.
Also man muss halt allgemein sagen, das Spiel hängt halt schon ziemlich viel vom Glück ab. Denn es ist relativ, ja, es ist eigentlich pure Glückssache, wann man was findet. Man könnte theoretisch auch schon in der ersten Schule, die man erkundet, irgendwie einen Reifen finden fürs Auto oder so. Wenn man Pech hat, findet man erst bei der fünften Expedition das erste Mal was zu essen oder sowas. Also es ist schon ziemlich vom Glück abhängig. Man könnte auch Glück haben und ein Seil finden. Mit dem Seil hätten wir uns schon so eine Falle bauen können. Mit der Falle hätten wir uns schon einen Hase vielleicht fangen können. Mit dem Hase hätten wir schon mal mehr Essen gehabt. Also es hängt schon sehr viel vom Glück ab, was man findet und wann man es findet. Aber ja, hauptsächlich geht es halt darum, mit dem, was man hat, zu haushalten. Ressourcenmanagement halt. Ne? So, jetzt kann sie hier mal schlafen gehen. Jawohl. Und sie kann sie mal was reparieren. Das wird gerade schon repariert. Ach ja, füg mal Kraftstoff und Generator hinzu. Das muss er dann nicht mehr machen. Und dann können wir mal auf Expedition gehen. Wir haben auch nur noch 5 Kraftstoff. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Generator aus ist. Haben wir halt kein Licht mehr. Ich meine, hier unten haben wir sowieso kein Licht. Also. Ach, das Arbeitsmittel hat geklappt. Hier ist alles frei jetzt. Das ist cool. Das gefällt mir. Das ist ganz nett. So, ja, was machst du denn mal? Was essen musst du gerade dich? Wo kann man denn die Dingens nachgucken? Oh, sie isst was. Ja, okay. Ess ruhig. Ich würde gerne mal nachgucken, was die ganzen Leute so für Attribute haben. Nein, das ist das Pausemenü. Ah, hier sehen wir nochmal die ganzen Bedingungen, unter denen wir spielen. Das ist okay. Tab I H P L O K R T. Ja, ich habe gerade mal ein paar Tasten gedrückt. Okay, passiert aber nichts. Nicht das, was ich erhofft habe. Ja, er ist ja fast ausgeschlafen. Ich würde sagen, du hörst jetzt mal auf mit Schlafen. Und gehst jetzt, ja, der Junge ist jetzt auch fertig. Wir machen jetzt einfach eine Expedition. Edward geht als erste Person und der nimmt seinen Sohn Karl mit als zweite Person. Ach, hier sehen wir auch die ganzen Attribute. Wir haben, nochmal zurück, Edward. Stärke 8, Intelligenz 2, Charisma 1, Geschick 6, Wahrnehmung 3, mutig und verschwenderisch. Wir haben Daisy, geschickt und verschwenderisch mit Stärke 1, 6, 6, 2, 5. Catherine, optimistisch und großer Appetit, 1, 7, 3, 2, 2, okay. Und wir haben Karl, proaktiv und ungeschickt, 1, 1, 4, 2, 7. Der sollte weniger reparieren, weil der Karl kann es nicht. Der ist ungeschickt. Ich finde, geschickt ist das, ist gut zum Reparieren. Und ungeschickt ist genau das Gegenteil. Nehmen wir also Karl mit. Der hat eine gute Wahrnehmung. Und jetzt können wir mal gucken. Wir haben diese drei Orte schon erkundet. Wir haben gerade 60 Wasser zur Auswahl. Zur Verfügung, besser gesagt. Wir könnten, ich würde mal hier in den Wald gehen vielleicht. Wir könnten aber auch hier in die Richtung gehen oder hier mal irgendwas erkunden. Das würde uns 34 Essen kosten. Da hätten wir aber auch ziemlich viel, was wir gerade entdecken würden. Oder wir gehen irgendwie mal hier so hin. Für 34 Wasser könnten wir mal hier hingehen. Da haben wir ein Waldgebiet. Vielleicht finden wir da eine verlassene Hütte im Wald. Und wir gehen da hin. Ich würde diesen Ort glatt nochmal für die nächste Expedition aufheben und hier jetzt erstmal dorthin gehen. In der Hoffnung, dass wir beides. So groß ist der Radius. Da könnte man, glaube ich, beides mitnehmen, ne? Unter Umständen. Gehen wir so, 36. Gasmaske, nicht zur Gruppe. Ausrüsten und ein Rohr ausrüsten. Ein Plastikbeutel oder so für mehr Tragkraft wäre ganz cool. Und Gasmaske und Rohr. Wir geben den einfach erstmal so Standard Gasmaske und ein Rohr. Ne? So, du reparierst mal den Schlafsack. Wir haben nur noch 5 Essen. Es blinkt schon rot oben rechts. Was will man machen, ne? Ja, geh dann mal auf Toilette. Es regnet ja gerade eh noch. Wir können noch mal kurz hier gucken. Schlafsack und Generator. Schlafsack macht sie gerade. Das heißt, wir gehen danach auf Toilette, waschen das aus und dann machen wir mal den Generator ganz. Den Generator ganz. Oh, da kommen Leute.
Diane und Cynthia. Ob die handeln wollen? Hoffen wir es mal. Nicht, dass sie uns plündern wollen. Hier ist eine Schule im Ödland. Ja, da waren wir zwar schon, aber die können wir uns ruhig nochmal anschauen. Vielleicht hat sich was geändert. Vielleicht gibt es da neuen Loot. Katze ist gesund, okay. Essen ist leer. Aber sie ist noch gesund. Sie kriegt erst wieder was, wenn sie Hunger hat. Funkspruch, die Cynthia. Hey, wenn da drin noch jemand am Leben ist, hätte ich ein paar nette Sachen anzubieten. Lust auf einen kleinen Deal? Na sicher, zeig mal her, was du hast. Wasser brauchen wir gerade nicht, es regnet. Wolle brauchen wir gerade nicht. Ein Ventil braucht man relativ oft für Upgrades, aber ich glaube, wir brauchen gerade noch keine Upgrades. Transistor, Schalter, Kohle, Kordit. Was ich auf jeden Fall kaufen würde, ist das ganze Kunststoff. Wenn wir genug Zeug zum Handeln haben, weil Kunststoff ist durchaus wichtig. Das brauchen wir ziemlich viel und solange wir keinen Recycler haben, kriegen wir das relativ wenig. Ich würde einen leeren Benzinkanister hergeben, verbrannte Kleidung, klar. Gut, jetzt wird es schon schwieriger. Okay, Sicherung. Was ist für elektrische Systeme? Brauchen wir das jetzt im Moment? Wenn wir die beiden Sicherungen hergeben... Ah, ich weiß nicht, ich will gerade nicht die Sicherungen hergeben. Wir könnten Wasser natürlich auch hergeben, weil es regnet gerade. Das ist eine gute Idee. Wir behalten erstmal den Müll und geben Wasser hin. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Wir können uns hier ruhig ein bisschen mehr kaufen, weil wir können ja das Wasser gerade mal hergeben, weil es regnet. Dann können wir uns zum Beispiel auch mal Ventile kaufen. Kaufen wir mal 4 Ventile, würde ich sagen. Wolle, kaufen wir uns auch mal eine Wolle. Ja. Kohle brauchen wir gerade nicht. Transistoren und Schalter und Kordit brauchen wir, glaube ich, gerade auch nicht. Ja, machen wir doch einfach mal so. Gib mal noch eins. Gib mal 10 drauf. Und kaufen so, würde ich sagen. Dann haben wir das ganze Kunststoff, ein paar Ventile und ein bisschen Wolle. Ja, und wir haben nur Wasser eingetauscht. Das ist sehr gut. Finde ich, war ein guter Deal. So, Tag 5. Ich hatte mich schon gefragt, woher diese Leute all ihre Waren kriegen. Anscheinend finden sie alles in Häusern und anderen Gebäuden. Scheinbar lassen viele Leute einfach ihre Habseligkeiten zurück. Davon leben wir hier. So, wir sind an der Schule angekommen. Ach du meine Nase. Hier haben wir Werkzeug. Das ist auch so ein Glücksfall. Werkzeug zum Schneiden durch Holz. Erhöht die Geschwindigkeit für Reparatur und Fertigung. Das kann man an die Werkbank packen. Dann erhöht das alles, was man macht. Also Geschwindigkeit für Reparatur und Fertigung halt. Und wir haben gerade 2 Sachen gefunden. Ich hatte bei meinen 2 Durchläufen, in beiden Durchläufen, das sind insgesamt so um die 20 Tage gewesen, hatte ich ein Werkzeug gefunden. Und wir haben jetzt hier nach 6 Tagen schon 2 Werkzeuge. Das ist gut. Zement, auch sehr gut. Klebeband, ja. Und wir haben noch viel Platz im Inventar. Wir nehmen einfach alles mit. Einfach alles mitnehmen. Das war ein guter Deal, ey. Das war, glaube ich, wirklich ein sehr guter Deal. Cool. Zum Glück haben wir die Schule nochmals abgesucht. Ich habe gerade überlegt, ob man das upgraden kann. Aber nö, kann man nicht. Ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Was wollte ich reparieren? Ja, trink was. Und dann wollte ich den Generator reparieren. Genau. Okay. Ja, ich schlage vor, dass wir an Tag 10 oder sag mal Tag 8. An Tag 8 machen wir erstmal Schluss. Und das soll dann an Tag 8 erstmal gewesen sein mit dem angezockt. Oder machen wir den Run einfach weiter? Ich muss gerade sagen, ich habe ein bisschen die Zeit verloren. Ich habe mir leider keinen Timer gestellt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon aufnehme. Aber ja, wir lassen das einfach mal. Warum ein bisschen, ne? Carla Daisy, ein gefährlich aussehendes Tier versperrt uns den Weg. Sollen wir uns darum kümmern? Wir machen einfach mal ein Mitwirken. Ein gefährliches Tier. Wir haben 2 Leute, beide sind mit einem Rohr bewaffnet. Was könnte das für ein gefährliches Tier sein?
Es könnte ein Fuchs sein, es könnte ein Stinktier sein, es könnte ein Grizzlybär sein. Das ist die Frage. Mitwirken oder kümmere du dich darum? Also, es gibt sowieso nur die Option, dass wir uns drum kümmern. Jetzt ist die Frage, lassen wir sie automatisch drum kümmern oder machen wir mit? Bei der Wahl sagen wir natürlich, wir machen mit. Ganz klar. Wenn es noch die Option gegeben hätte, dass wir... Ach du Scheiße, ein Bär. Oh mein Gott. Kämpfe um dein Leben. Gewalt ist manchmal die einzige Lösung. Einige Ödlandbewohner könnten... Ach so, Gewalt ist manchmal die einzige Lösung. Einige Ödlandbewohner könnten dich angreifen, oder aber du bist derjenige, der auf Gewalt zurückgreift. So oder so, deine Schutzraumbewohner könnten verletzt und sogar getötet werden. Sieh also zu, dass der Kampf es auch wirklich wert ist. Im schlimmsten Fall verlierst du deine Expeditionsgruppe und damit auch einige oder sämtlich getragene Gegenstände. Okay, wir haben angreifen, verteidigen oder fliehen. Wir haben einen Bären. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte bisher noch keinen Kampf in diesem Spiel. Ich kann die Stärke von dem Bär überhaupt nicht einordnen und man kriegt hier auch überhaupt keine Indikatoren darüber, wie stark der Bär ist. Deswegen sage ich einfach mal, wir gehen all in. Wir entwaffnen den Bär erstmal, wir schlagen ihn einfach die Pfoten wund. Überwältigen Nahkampf, ja, machen wir einfach einen Nahkampf, oder? Ich meine, entwaffnen macht keinen Sinn, stehlen müssen wir dem auch nicht. Überwältigen oder Nahkampf? Ich glaube, einen Bär zu überwältigen wird schwer, also machen wir einfach mal einen Nahkampf. Das war nice. Das war nicht so nice. Der Junge macht das Gleiche. Der schlägt einfach auf die Rübe. Der macht natürlich deutlich weniger Schaden. Wir bluten. Okay, das sieht schlecht für uns aus. Ich habe das Gefühl, wir verlieren diesen Kampf. Und wenn wir diesen Kampf verlieren... Ah, der Junge! Ah! Gib's ihm, Junge! Wir hätten mal entwaffnen sollen müssen. Mit dem Junge kann man das mal machen. Oder überwältigen oder so. Komm, schlag ihn zu Brei. Ja! Okay, er war ja blutet. Das ist nicht so gut. Das heißt, wenn wir zu Hause sind... Oh! Das habe ich auch noch nie gehabt. Okay, sehr gut. Sieg. Das gibt ein bisschen Stärke, Geschick und ein Trauma. Und für den Junge gibt es gar nichts. Der hat zwar mitgekämpft, aber den juckt das nicht. Der war geistig gerade abwesend. Okay, er hat ein kleines Trauma erlitten. Schade, warum kriegt der Junge keine Punkte? Einer deiner Schutzraumbewohner ist traumatisiert. Das geschieht bei zu viel Stress oder wenn sie Zeugen eines traumatischen Ereignisses werden, wie etwa dem Tod eines Schutzraumbewohners. Traumata können auch mit Arzneimitteln behandelt werden. Du kannst verfügbare Tabletten und Heilmittel beim Arzneischrank verwenden. Gesundheitsverlust. Die Gesundheit eines Familienmitglieds hat sich verschlechtert. Das kann mehrere Ursachen haben. Verletzungen im Kampf, Strahlenvergiftung, Dehydration oder Unterernährung. Die Gesundheit regeneriert sich mit der Zeit, aber wenn sie null erreicht, dann stirbt der Schutzraumbewohner. Du kannst den Heilprozess mit Verbandskästen beschleunigen. Ja, ich glaube, wir sollten dem guten Mann dann mal eine Bandage gönnen, wenn er wieder zu Hause ist. Jetzt reparieren wir erstmal Sauerstofffilter und Wasserstofffilter mit der kleinen Catherine. Die darf das einmal machen. Und sie kümmert sich um den Schlafsack und die Eimertoilette. Ich spreche dort. Anscheinend ist hier ein Holzlager. Denkt etwas abseits unseres Weges. Ja, schaut euch das ruhig mal an. Ein Holzlager. Was werden wir wohl in dem Holzlager finden? Doch nicht etwa Holz? Ich um mein Holz. Nein. Bitte nicht singen. Also doch, ihr schon, aber ich nicht. Da hat jemand Hunger. Habe ich vergessen zu füttern. Ja, mit der Katze ist ja gut. Ein gehender Funk vor. Ah, halt daneben geklickt. Holzlager. Schau dir das an. Da ist Holz. Eine Säge. Was ist hier los? Ich hatte nicht eine Säge gefunden. Ich habe einen Hammer irgendwann gefunden. Und wir finden einfach mal zwei. Nice. Okay, Zement nehmen wir mit.
Ja, die Säge brauchen wir nicht mitnehmen. Wir brauchen auch den Baumstamm nicht mitnehmen. Ich habe mal früher den Fehler gemacht, habe die Baumstämme mitgenommen. Die können wir aber noch nicht recyceln, solange wir keinen Recycler haben. Also können wir da noch kein Holz rausgewinnen. Also brauchen wir das nicht mitnehmen. Nägel nehmen wir mit, auf jeden Fall. Essen nehmen wir auf jeden Fall mit. Kunststoff nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich würde den Schalter dafür da lassen. Oder den Transistor. Stärkt elektronisches Signal. Machen wir den Transistor weg. Kunststoff nehmen wir mit. Den Schalter lasse ich mal da und dafür nehme ich mal Metall mit. Oh, wir hatten Metall schon gesteckt. Ja, dann nehmen wir das Holz mit. So ist, glaube ich, ganz gut. So können wir, glaube ich, gehen. Ja, so würde ich jetzt tatsächlich mal gehen. Ja. Okay, jetzt aber mal die Toilette reparieren. Reparieren noch den Sauerstofffilter und dann darfst du deinen Anzug wieder zurücklegen. Und du darfst dann jetzt auch gleich mal schlafen gehen. Puh, ja. Es läuft gar nicht mal so schlecht hier, ne? Bis jetzt können wir zufrieden sein. Wir machen mal schnell Vorlauf. Okay, was hat sie gerade zu tun? Nix. Puh, es gibt aber auch gerade nicht wirklich was zu tun. Es ist eigentlich alles ganz gut repariert, ja. Spielen ein bisschen. Oh, es regnet. Dann geh doch mal auf die Toilette und geh danach duschen. Auswaschen. Oh, die zwei kommen zurück. Deine ist verletzt. Ja, er ist ein bisschen verletzt. Er ist ein bisschen verletzt. Er hat aber auch einen Bären erlegt. Und wir haben nicht zwei Orte im Wald entdeckt. Wir haben nur das Holzlager gefunden. Eigentlich sollten wir zwei Orte entdecken. Wahrscheinlich war der eine Weg doch ein bisschen zu weit abseits. Das eine Fragezeichen war nicht. War vielleicht ein bisschen zu weit abseits des Weges. Ich dachte, das kriegt man noch mit. Aber gut. Ja, Kapazität des Wasserspeichers erreicht. Okay. Ja, Catherine, geh doch mal den Schutzraum reinigen danach. Wahrnehmung ist ein bisschen gestiegen, das ist okay. Und wir haben ein bisschen Zeug mitgebracht. Drücke ich jetzt einfach mal alles nehmen? Aber na sicher. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Nicht genug Platz in den Gefrierschränken. Ha! Wir haben nicht nur nicht genug Platz in den Gefrierschränken, wir haben nicht mal einen Gefrierschrank. Okay, man braucht also dafür einen Gefrierschrank. Wir haben keinen Gefrierschrank. Das ist sad. Okay, und wir haben fast kein Essen mehr. Oh, das ist traurig. Junge, wie du wieder aussiehst, geh doch erstmal duschen. Und danach essen und dann schlafen. Er futtert erstmal was. Edward. Er blutet ein bisschen. Ich hoffe, dass die Blutung legt sich mit der Zeit. So, er hat was gegessen? Ja, dann geh einfach mal direkt schlafen. Du hast den Schlaf dringend nötig. Du bist nämlich verletzt. Wir können mal reinzoomen und dann hier so mit der Maus einmal drüber gehen. Oder auch nicht. So zum Beispiel. Und dann sehen wir hier mutig, verschwenderisch, die ganzen Attribute. Wir können sie auch mal so aus der Nähe anschauen. Das ist ja auch gut. So, sie ist da. Sie darf mal was trinken. Weil ist gerade Regen in der Oberfläche. Ja, uns bleiben nur noch ein paar Essensrationen. Das stimmt. Wir haben zwei Werkzeuge. Was können wir uns denn alles mal fertigen? Schauen wir uns doch mal an. Level 2. Ah, so ein Ofen wäre ganz gut. Ein
Ein kleiner Gefrierschrank, dafür brauchen wir ein Scharnier und einen Motor. Ein Scharnier wäre auch gut. Ach, für noch irgendwas. Was konnte man denn noch mit dem Scharnier bauen? Irgendwas Sinnvolles. Ach so, der Ofen. Ja. Kann man sich nicht irgendwie ein Lagerfeuer bauen oder so? Eine Rohrbombe. Okay, ja, ein Vorratsregal, ein Bücherregal. So, also hier ein Fallstrick, ja, dafür brauchen wir halt ein Seil, ne? Verbandskasten, wir haben keinen Nylon. Einen neuen Schutzraum können wir uns bauen. Das, wir haben hier noch einen leeren Raum. Eine Brennkammer. Damit können wir überflüssige Objekte zerstören und dafür Kraftstoff für den Generator gewinnen. Dafür bräuchten wir aber Scharniere. Daher wir bei der Sache mit dem Glück. Okay, wir können uns gerade hier nichts herstellen. Ja gut, wir sind jetzt Tage 7. Uns geht das Essen langsam aus. Ich würde jetzt aber einfach mal sagen, wir beenden jetzt an dieser Stelle das Angezockt, denn es sollte ja, wie gesagt, kein vollständiges Display sein. Und ich wollte ja nur mal das Spiel zeigen, wie das so ist. Und ich glaube, das habe ich hiermit ganz gut getan. Im Prinzip geht das Spiel immer so weiter. Man baut seinen Bunker aus, man geht auf weitere Expeditionen, man versucht zu überleben. Und es ist ein ganz nettes Spiel. Es ist ziemlich nett für zwischendurch. Es ist auf Steam erhältlich. Und was kann man noch sagen? Ja, wenn es euch gefallen hat, kauft es euch. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in dem nächsten Video. Und ja, ich sag dann einfach mal tschüss, bis zum nächsten Mal.